die Zwölfe zum Gruß und herzlich willkommen zurück bei Memoria, wo wir hier das zweite Ornament mit Hilfe des Lichtstrahls hoffentlich komplett hergestellt haben. Es wird sich jetzt zeigen, ob es funktioniert. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Immer noch? Die Zeichnung passt genau. Ach so, muss man die auch... Ach Gott. Na, das war jetzt ein bisschen Zufall. Ich wollte es eigentlich nur vergleichen, aber gut. Mal gucken, ob es jetzt blinkt. Jetzt kommen wir wahrscheinlich tatsächlich in den geheimen Raum. Hoffe ich. Sehr schön. Dann setzen wir uns wieder hin, würde ich sagen. Schon wieder. Ich kann mich kaum wachhalten. Öffnet mein Auge. Das kannst du haben. Vielleicht... Nee, Moment. Das war's. Aktivieren. Erfahren wir dann noch mehr. Das wird super. Da ist er wieder. Der Djinn. Du bist zurückgekehrt. Höre nun den zweiten Akt meiner Geschichte. Die Geschichte der Maske. Die Maske stellt die Wesen der Welt vor eine Wahl. Wer sie trägt und die uralte Formel in ihrem Inneren spricht, dem schenke ich seliges Vergessen, auf dass der Schmerz des Verlustes einem unbefleckten Neubeginn weiche. Spricht der Träger dagegen meinen wahren Namen, so werde ich ihm erscheinen und ihm jeden Wunsch erfüllen, was auch immer verloren schien. Ich würde es aus den Tiefen der Vergangenheit bergen und es in das Jetzt retten. So erwachten über die Jahre Tote zu neuem Leben und Königreiche erstrahlten in altem Glanze. Meine Güte war grenzenlos und in meiner Gnade überschrieb ich die Tyrannei des Buches der Zeit. Ja, mein Name war es, der all dies tat. Mein Name überstrahlte alles. Nicht Memnoremnon, wie die Giganten mich nannten, sondern mein wahrer Name. Mein geheimer Name. Satinaf schickte sich an, ihn in ewige Vergessenheit zu verdammen. Doch abermals war ich klüger. Im Schattenlos fand ich den einen Ort, in den mein Meister nicht hineinblicken konnte. Dort grub ich ein Loch. Und in dieses Loch legte ich meinen Namen. Und aus meinem Namen erwuchs ein Garten. Und wer die Maske trug und den Garten fand, der sollte hier auch meinen Namen finden. Meinen Namen in meinem Garten. Dem Garten des ewigen Vergessens. Dem Garten meines vergessenen Namens. Oh Mann, das sind Entwicklungen. Wow. Also, wenn wir den Namen des Zeitdjinns, den wahren Namen des Zeitdjinns kennen und die Maske tragen, wird er uns jeden Wunsch erfüllen. Und das macht aus der Maske eines der mächtigsten Artefakte überhaupt, denke ich mal. Nur, den Namen kennt halt keiner. Wir gehen mal wieder hoch. Denn einen dritten Geheimraum, den suchen wir ja noch. Und da habe ich ehrlich gesagt aktuell überhaupt keine Idee. Ich wollte aber nochmal in die Bibliothek und vielleicht hier mit dem Gelehrten sprechen. Letztes Mal war das nicht sehr erfolgreich, aber wir haben ja immerhin schon zwei Kammern gefunden. Schön, euch wiederzusehen, Mädchen. Von der Siegelkammer berichten. Ja, genau, das geht tatsächlich. Ich war nun schon in zwei Siegelkammern. Dann fackelt nicht lange. Erzählt! Ich werde jedes eurer Worte notieren. Die Nachwelt muss davon erfahren. Na toll, was hat mir das jetzt gebracht? Bis später. Haltet mich auf dem Laufenden. Ich hatte so die Hoffnung, dass du das ein bisschen zusammenfasst und wir da teilhaben können. Aber gut, wir brauchen es nicht wirklich. Es ist ja noch relativ frisch. Das Problem ist jetzt eher...
Zur Drachenhalle. Untergrundsee, nach draußen. Das Problem ist eher der letzte geheime Raum. Wo könnte der sein? Das ist... Ich habe nichts gesehen, was so in die Richtung geht. Hier unten war ja schon ein Raum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Tatsächlich... Also ich würde vermuten, vielleicht hier mit den Kugeln, obwohl das war ja dieses Abhörrätsel. Auch eher nicht, ne? Hier ist auch nirgendwo ein Symbol. Mir fehlt halt jetzt ein Symbol. Bisher war immer überall ein Symbol zu sehen. Wo wir dann mit der Maske in den Raum kamen. Hey! Psst, sonst wächst du noch den Geist auf. Welchen Geist? Hey! Psst, sonst wächst du noch den Geist auf. Ach, das hatte die uns erzählt, ne? Diesen Gewächsgeist, nenne ich ihn mal. Ja, hier unten war auch nix. Obwohl, Moment, doch. Doch. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Naja, theoretisch hab ich... Glaub ich... Mir fällt gerade was auf. Dieses Sechseck, das war doch... Müssen wir leider ein bisschen gehen. In die Ratshalle nämlich. Hier ist doch auch so ein Sechseck. 7 Runen sind darauf eingraviert. Ich weiß nicht wie, aber ich spüre es ganz deutlich. Wir sind hier genau im Zentrum von Draconia. Aber genau diese Runen, also dieses Sechseck. Damit hat das irgendwas zu tun, ganz sicher. Die Frage ist nur... Also hier hoch kommen wir ja nicht. Müssen auf jeden Fall von hier gucken. Die Frage ist tatsächlich, wie wir das aktivieren können. Vielleicht einfach mit der Maske. Das ist nicht das Maskensymbol, nach dem ich suche. Sonst habe ich tatsächlich auch nichts. Okay, hier ist nichts. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Irgendwas haben wir übersehen. Lauf doch mal alle Bildschirme ab. Ich hoffe jetzt nur, dass das mit den Sphären nichts zu tun hat. Aber ich vermute, dass das Rätsel schon gelöst ist. Gehen wir nochmal in die Ratshalle, obwohl da war ich ja eben schon. In die Haupthalle. Das sind auch nur Hallen, wo man dann in die einzelnen Räume kommt. Den konnte man nicht mitnehmen, ne? Den Forscher. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau, in welche Gesteinsart er jemanden verwandelt. Was auch immer sich damit anstellen lässt. Huch. Das hatte ich jetzt nicht... Was ist los? Was willst du? Auf den Schirm, dass man das mitnehmen konnte. Das Gesicht reagiert auf die seltsame Kugel. Solange ich die Kugel besitze, scheint er mir folgen zu wollen. Okay. Ein Erzgeist. Ein Erzgeist läuft uns nach. Ich habe da eine miese Idee. Moment. Erz hatte doch ein Symbol. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Vielleicht sollte ich mir von den Runen ein Foto machen. Hier parallel. Wo habe ich sie nur schon einmal gesehen? Ja, du hast sie gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht,
Ist das das Symbol für Humus? Ich suche eher das für Erz. Das müsste das Symbol für Erz sein. Okay, das ist eine Raute. Dieses Symbol steht für Wasser. Das ist das Symbol für Eis. Das ist das Symbol für Luft, ganz eindeutig. Diese Rune steht für Feuer. Okay, ich habe mir das jetzt versucht mal zu notieren. Wir merken uns, Erz ist die Raute. Erz ist die Raute. Und ich habe jetzt die Befürchtung... Jetzt wird es ein bisschen Laufarbeit. Ah nee, verdammt. Ja, ich bin auch noch falsch abgebogen. Da wird es natürlich noch mehr Laufarbeit. Ich wollte natürlich in die Ratshalle. Die Raute ist unten. Die Raute ist unten. Weil genau das ist ja, also die Idee ist, diese Symbole sind ja auch bei den Prinzen. Wenn ich die jetzt genau so anordne, das heißt das Erdsymbol unten oder oben, weil das Luftsymbol war schon da, wenn ich mich recht entsinne. Ich mach mir von dem Tisch auch mal kurz ein Foto. Smartphones sei Dank. Sowas hatte man ja früher noch gar nicht, ne? Da musste man das dann abzeichnen oder sowas. So, ich habe mir mal ein Foto gemacht. Das ist das fotografische Gedächtnis von Satya. Tatsächlich. Okay, dann müssten wir... Nee, das war auch wieder falsch. Wir müssen hier ins Observatorium und dann nach oben. Und dann hinunterschauen. Weil Luft ist da vorne. Ich gucke jetzt nochmal auf mein Foto, wo Luft ist. Das ist da echt ganz schlecht zu erkennen. Ah, ist das schlecht zu erkennen. Aber ich glaube, Erz ist genau gegenüber. Das heißt, da. Ich hoffe, dass das richtig ist. Nach dem, was ich hier so sehe, müsste es richtig sein. So. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Oh. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Oh, ich habe eine Befürchtung. Wir brauchen noch mehr Geister. Wir brauchen mehr Geister. Aber wo sind die? Also wir haben ja hier ein Fragezeichen. Was auch immer das ist. Elementargeister scheinen sich wie magisch davon angezogen zu fühlen. Ich erahne was. Wir müssen jetzt die Geister einsammeln. Also die Dame sagte ja, hier wäre ein Geist. Yalla, komm heraus. Und so war es auch. Okay. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Geister. Jetzt ist die Frage, wo hier noch Geister sein könnten. Wahrscheinlich ist in jedem Raum einer. Das erste, was mir einfällt, ist ja diese Laterne. Nee, Moment. Das hier natürlich. Geist des Feuers. Gehe mit mir. Das sah dann doch beeindruckend aus. Also wir müssen mal kurz zählen. 1, 2 haben wir ja schon. Dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4. 2 von den 4 haben wir schon. Wir brauchen noch 2. Was sein könnte... Was sein könnte ist... Gab es hier ein Eisgeist vielleicht? Wesen des Eises, zeigt euch.
keine Antwort. Ach, verdammt. Aber an dem See könnte noch was sein. Hier ging's zum See. Wasser? Wassergeist vielleicht? Geister des Wassers, erhebt euch! Passiert auch nichts, ne? Oh doch. Wir brauchen jetzt noch den Eisgeist tatsächlich. Und die Statue war das nicht? Die Statue war das nicht? Boah. Also, da hätte ich jetzt drauf gewettet, dass es die Statue ist. Haben wir noch irgendwo anders Eis? Ich habe tatsächlich sonst nirgendwo Eis gesehen, ne? Das ist ein bisschen doof. Hier oben war aber ja auch nichts, ne? Was in die Richtung geht. Also eine Idee habe ich noch. Hier fliegen ja dauernd Bücher, ne? Komm heraus, wer auch immer du bist. Tatsächlich, das gibt's doch nicht. Da hat er sich versteckt. Ha! Nun gut, also wir haben Eis, Wasser, Feuer, Humus. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir die anordnen müssen. Ich habe ja mein tolles Foto gemacht. Mal gucken, ob es uns auf Anhieb gelingt. Nach oben. Und nach unten. So. Wenn ich das hier richtig lese, dann müsste nach Luft Eis kommen. Also ich habe jetzt hier das Bild vor mir und ich baue jetzt... Ja, es ist das richtige Symbol. Oder? Ja, das Problem ist, das Bild, das liegt so auf der... liegt so gekippt, als ja der Tisch war. Aber doch, das ist richtig. Was ist das? Ich glaube, das war Wasser. Diesen Wellenbewegungen da oben. Ja, das kann man so grob... Na, weiß nicht. Dann kommt Erz, das haben wir schon. Das müsste Humus sein. Also ich weiß wirklich nicht hundertprozentig, ob ich richtig bin. Jetzt haben wir eigentlich nur noch Feuer. Zur Not müssen wir umsortieren. Mal gucken. Es kann auch genau andersrum sein. Oh. Nee, ich glaube, es ist richtig. Boah. Mein lieber Scholli. Also das Rätsel... Uiuiui. Weil es hier sehr wenig Hinweise gibt, ist das schon eine kleine Kopfnuss, muss ich sagen. Also zum einen habe ich diese Kugel ganz übersehen, dass man die mitnehmen kann. Gut, der Hinweis hier mit dem Luftgeist, der das Siegel bringt, das war okay. Aber die Anordnung, ja, also ohne sich das aufzuschreiben oder zwei Fotos zu machen tatsächlich, hat man hier nicht wirklich eine Chance. So, jetzt kannst du aber zum Siegel und damit zum dritten Raum, oder? Das traust du dich doch jetzt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich den dritten Teil der Geschichte des Zeitjins erfahren. Aber vermutlich nicht dessen Namen. Aber vielleicht, wo der Garten des Vergessens liegt. Das wäre ja auch schon... Ihr seid zurück? Ja. Lasst uns die Geschichte beenden und weckt mich. Das wäre ja auch schon was, wollte ich sagen. So, dann wollen wir mal. Ah, es gibt nur noch eines, was du verstehen musst. Meinen Garten und das unwirkliche Wunder, zu dem er fähig ist. Oh, wie ich ihn liebe. Meinen Garten. Mit meinem Namen.
wie seltsam er ist. Und wie wunderschön. Und wie eifersüchtig Satinaf auf ihn ist. Ja, er hasst ihn. Er hasst ihn so sehr, dass er ihn von eurer Welt trennte. Er hasst es, dass er nicht hineinsehen kann. Dass er nicht weiß, was darin geschieht. Wann auch immer jemand meinen Garten betritt, hält seine Feder inne. Und eine Seite in seinem Buch, in dem sonst alles geschrieben steht, bleibt leer. Er hasst es so sehr, dass er beschlossen hat, dass nichts, was in meinem Garten geschieht, für die Welt außerhalb Konsequenzen hat. Geh hinein und breche einen Ast. Geh hinaus und in den Augen der Welt wurde er nie gebrochen. Erst wenn du draußen erzählst, was darin geschah, wenn du es in Satinavs unsichtbares Ohr flüsterst, schreibt er es in sein Buch der Wahrheit. Erst dann wird es wahr und der Ast ist gebrochen. Erzähle ihm, was du willst. Wenn er dir glaubt, dann wird jedes Wort wahr. Doch wehe, er erfährt, dass du gelogen hast. Dann zeigt er sein wahres Gesicht. Er wird dich jagen. Er wird dich zerreißen. Denn er ist verdorben. Er ist eifersüchtig und alt. Nur ich bin groß. Satya, du bist so weit gekommen. Nun gehe auch das letzte Stück. Folge dem Pfad von Draconia hinab zu Satinavs wachender Säule. Dort werde ich dir erscheinen. Und wenn du möchtest, zeige ich dir meinen Garten. Meinen Garten. Meinen Namen. Meine große Gnade. Das mit dem Ast habe ich nicht verstanden. Du meinst den Garten? Ich meine alles. Den Garten, die Maske. Ich komme bei all dem nicht mehr mit. Du etwa? Ich finde, so schwer ist das doch gar nicht. Wow. Na, gut. Es ist gut, dass man hier doch die Möglichkeit des Nachfragens hat, weil das ist jetzt echt etwas wirr, ne? Der Garten, in dem die Zeit ja stillsteht, muss man jetzt nicht sagen, der Garten des Vergessens. Alles, was da drin passiert, passiert einerseits nicht wirklich, andererseits aber doch. Aber erst wenn man davon erzählt, wird es wahr. Weil erst dann Satinavs es in sein Buch schreibt. Naja, mal gucken. Vielleicht wird das in dem Gespräch hier nochmal erklärt. Der Garten des Vergessens. Wieso wird dort jedes Wort wahr? Soweit ich das verstanden habe, liegt das daran, dass Satinav nicht weiß, was in dem Garten geschieht. Es aber wissen muss, um es in sein Buch der Zeit zu schreiben. Muss denn alles in diesem Buch stehen? Scheinbar. Auf jeden Fall macht ihn dieses Unwissen wütend. Darum hat er dafür gesorgt, dass alle Ereignisse im Garten für die Außenwelt ohne Folgen bleiben, bis man ihm davon erzählt. Was wäre denn ein Beispiel? Sagen wir mal, du gehst mit einem Ring in den Garten und verzauberst ihn dort, ja? Ja. Sobald du den Garten verlässt, ist der Zauber sofort wieder verflogen. Warum? Weil im Buch der Zeit nicht drin steht, dass du ihn verzaubert hast. Und was nicht im Buch der Zeit steht, das ist doch nicht geschehen. Erst wenn du außerhalb des Gartens davon erzählst. Und Satinav mich hört? Und Satinav dir glaubt? Erst dann öffnet er sein Buch und schreibt, Geron ging in den Garten des Vergessens und verzauberte Bredas Ring. Und der Ring ist verzaubert. Was, wenn ich lüge? Tja, wenn Satinav dir glaubt, dann wird auch das wahr. Zumindest so lange, bis er erfährt, dass du gelogen hast. Ich glaube nicht, dass er es mag, wenn man ihn an der Nase herumführt. Das hast du da alles herausgelesen? Ich dachte, es liegt auf der Hand. Okay, also tatsächlich ist es dann so, dass, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, könnte man den Ring dort verzaubern, dann auf den richtigen Moment warten, dann aussprechen, dass man ihn im Garten des Vergessens verzaubert hat und erst dann würde er magisch. Aber auch nur, wenn Satinav davon Wind bekommt, dass man es wirklich sagt. Eieieiei. Ich muss also nur erzählen, was im Garten geschehen ist und jedes Wort wird wahr. Wenn Satinav dir glaubt, dann ist es so, ja. Ich glaube, es wäre keine gute Idee, jetzt einfach zu sagen, ja, ich war da drin und das ist passiert. Weil Lügen könnte unfassbare Konsequenzen haben.
Was kann die Maske nochmal? Sie stellt dich vor eine Entscheidung. Trägst du sie und sprichst die Formel auf ihrer Innenseite, verlierst du all deine Erinnerungen. Sprichst du jedoch den Namen des Zeitdschinns, erscheint er dir und bringt ein Stück deiner Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Oh Mann. Was kann die... Ja, das, sie stellt, ist trägst, das sprichst... Okay. Das wird doch schon etwas komplizierter, muss ich zugeben. Ich denke, irgendwie verstehe ich ja, es. Ich denke aber auch. Bei den Zwölfen war die Welt damals verrückt. Ach was, im Gegenteil. Damals war sie noch voll von echter Magie. Eine Maske, die die Vergangenheit zurückholt. Ein Garten, der Lügen zu Wahrheiten macht. Das ist alles nicht zu vergleichen mit dem kümmerlichen Hokuspokus, den wir heute nur noch kennen. Lies weiter. Oh nein, was kommt als nächstes? Hier am Rand hat jemand anderes etwas hinzugefügt. Nachdem meine Prinzessin den Weg zum Garten erfahren hatte, kam sie ein letztes Mal zu mir. Der Stab! Ich weiß nicht, was mich dort erwarten wird, aber ich werde in den Garten des Vergessens gehen. Ich muss wissen, was Kasim dort wollte. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich bin der Letzte, der sich eurem Wahnsinn in den Weg stellt. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Du hast dich immer gefragt, warum ich dich aus der Grabkammer befreite. Nun, ich brauchte ein Publikum. Jemand, der all meine Taten beobachtete und sich noch lange daran erinnern würde. Ich musste dich nur ausreichend beeindrucken und du hättest mich niemals wieder vergessen. Ich habe dich benutzt. Warum erzählt ihr mir das ausgerechnet jetzt? Es ist der Garten. Er macht mir Angst. Angst? Euch? Der Zeitdschinn ist ein zorniges Wesen. Zudem könnte ich dort Kasim in die Hände spielen. Ich habe Angst, dass ich nie wieder herauskommen werde und die Welt mich auf ewig vergisst. Das wird nicht geschehen. Nein? Nein. Ihr seid eine großartige Frau. Wenn ich Knie hätte, ich hätte euch schon längst einen Antrag gemacht. Ich dachte, ihr wolltet mich beeindrucken. Gerade hast du mich noch gehasst und jetzt liebst du mich? Ach, wo denkt ihr hin? Ihr seid die letzte Frau, in die ich mich verlieben würde. Eine Frau, in die ich mich verliebe, ist gefährlich und unberechenbar. Geheimnisvoll, launisch. Das klingt genau wie ich. Nein, eine Frau, in die ich mich verliebe, ist so berechnend und undurchsichtig, ich könnte ihr niemals vertrauen. Doch euch, Charizat, vertraue ich inzwischen. Warum auch immer. Der Luftmagier hat sich bereit erklärt, als Beobachter auf die fliegende Festung mitzukommen. Ich habe ihn gebeten, dich mit an Bord zu nehmen. Ihr habt was? Nun, da wir endlich Freunde sind, schickt ihr mich einfach in den Tod? Wenn ich den Garten überstehe und es in die Schlacht schaffe, will ich, dass wir Seite an Seite kämpfen. Dann übersteht den Garten bitte auch. Ich will nicht allein in den Niederhöllen landen. Das wirst du nicht. Ich meine das ernst, Charizat. Wenn ihr nicht herauskommt, dann komme ich euch holen. Keine Angst. Egal wie aussichtslos meine Lage auch ist, ich habe immer etwas in der Hinterhand. Ich bin bald zurück. So, da wären wir. Wow. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge tatsächlich in den Garten des Vergessens steigen, der hier wahrscheinlich unter dem Monolith ist. Der Zeitdschinn wird dann wahrscheinlich erscheinen und mal gucken, ob er uns gut gesonnen ist. Und vor allen Dingen habe ich da ein ganz mieses Gefühl, weil in der Jetztzeit von Aventurien ist von Satya weiß niemand etwas. Es ist, als sei sie vergessen worden. Und genau das könnte ja passieren, wenn sie in den Garten steigt und nicht wieder rauskommt, denn dann weiß es niemand. Niemand wird davon berichten. Nun gut. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dann. Ciao.